1 Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. Jo, ihr Lieben, und schon wieder sind wir da. Ich grüße euch herzlich willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht haben wir ein festes Thema und das Thema heißt: Dazu kann ich mich nicht durchringen. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die im Moment in einer Situation sind oder vielleicht schon länger in einer Lage sind, wo sie etwas möchten, sich aber irgendwie nicht trauen, das dann auch zu tun. Also zum Beispiel, man kann sich ja vielleicht nicht durchringen dazu, etwas zu beichten. Oder man hat Probleme, sich dazu durchzuringen, sich vom Partner zu trennen oder sich bei jemandem zu entschuldigen. Oder vielleicht hat der eine oder andere auch Schwierigkeiten, sich durchzuringen zu einer vielleicht sehr komplizierten und risikoreichen Operation. Also und so weiter. Dazu kann ich mich nicht durchringen. Wenn ihr im Moment am Ringen seid und aber noch nicht so richtig den Mut habt, eine Entscheidung zu fällen und mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter 0800 220 5050 oder mailt mir unter domian@wdr.de. Meine erste Anruferin heute Nacht heißt Dana. Dana ist 19 Jahre. Guten Morgen. Hallo. Hallo Dana. Ja, Dana, zu was kannst du dich nicht durchringen? Ja, ich kann mich nicht dazu durchringen, meinen Eltern zu gestehen, dass ich im vierten Monat schwanger bin und ein dunkelhäutiges Kind austrage. Ein dunkelhäutiges Kind? Ja. Mhm. Was ist der Hintergrund? War das eine Nachtgeschichte oder hast du heimlich einen farbigen Freund oder was ist los? Nee, das war Anfang des Jahres eine Vergewaltigung und von der wissen meine Eltern halt auch nichts. Eine Vergewaltigung? Ja. Durch einen farbigen Mann? Ja. Am Anfang des Jahres? Ja. Was ist da genau passiert? Ja, ich habe damals noch in so einer Studenteneinrichtung gewohnt und habe da einen netten jungen Studenten kennengelernt, habe mich auf das Mal mit ihm, also wir haben uns gegrüßt und auch mal kurz nett unterhalten. Mhm. Und da wir dann halt irgendwie auch zum Teil Gemeinsamkeiten gefunden hatten, habe ich ihn dann halt einen Abend mal eingeladen zu mir in eine Wohnung und das war halt eigentlich eher so gedacht, so zum Netz unterhalten und ja, er hat das dann alles wohl irgendwie ein bisschen anders aufgefasst. Und was ist dann passiert? Ja, dann hat er mich halt in meiner Wohnung vergewaltigt und ja, er dachte aber wohl, dass das auch mit Einverständnis war und ja. Er dachte, dass das mit deinem Einverständnis passiert ist? Ja. Was ist denn dann da passiert? Warum dachte er das? Hast du dich nicht gewehrt? Hast du nicht gesagt, nein, ich will es nicht? Hast du um Hilfe gerufen? Also ich habe mich gewehrt und ich habe auch Hilfe gerufen und ich habe ihm das auch öfters deutlich gemacht. Mhm. Aber ich weiß es nicht. Irgendwie hat es komplett falsch aufgefasst. Wahrscheinlich, weil ich ihn eingeladen hatte, dass er das irgendwie von vornherein sich da gedacht hat, da ist vielleicht was zu machen mit der und von daher etwas nicht so wirklich verstanden, glaube ich. Aber in dem Moment, wo eine Frau sich wehrt, ist das ja ein Zeichen auf der ganzen Welt, dass man das dann so versteht, sie will nicht. Ja, eigentlich schon. Also das habe ich auch immer gedacht. Aber er hat das am Anfang nicht wirklich verstanden und hinterher war es ihm dann auch, glaube ich, irgendwie egal. Was hast du denn unmittelbar danach getan? Ja, danach habe ich mit einer Freundin zusammen die Polizei alarmiert und wir sind auch gleich vorbeigekommen. Ja, und haben das halt als Anzeige dann aufgenommen. Ja, und was ist jetzt aus dieser Anzeige geworden? Ja, gar nichts. Also die Polizei hat sich bei mir nicht gemeldet und ich habe mich jetzt auch längere Zeit nicht gemeldet, weil ich irgendwie auch so ein bisschen die Schnauze voll habe. Also mir wurde gesagt von der Beamtin, dass er sowieso jetzt außer Lande wäre und da sie mich von vornherein auch angemacht hat, dass die nicht nachweisen könnten, ob das jetzt freiwillig war oder nicht oder ob ich da irgendwas erzählen würde und von daher war mir das dann auch irgendwann zu blöd, mich darum zu kümmern, wenn mir eh keiner glaubt. Naja, aber so leicht darf man da ja nicht aufgeben, wenn sowas passiert ist. Bist du denn danach ärztlich untersucht worden direkt in der Nacht? Ja, da gab es dann Untersuchungen hier im Krankenhaus. Das gab es. Ja. Das heißt also, es sind Spermaspuren festgestellt worden von ihm,
aufgrund dessen man auf jeden Fall das zuordnen konnte, dass er mit dir Geschlechtsverkehr hatte. Ja. Zumindest das. Ja. Wie, und er ist jetzt außer Landes? Er ist weg oder was? Ja, also so wurde mir das gesagt. Er ist wohl schon vor einigen Wochen außer Lande gegangen. Er ist wohl relativ bekannt hier auch in der Stadt. Also andere Frauen wurden von ihm angemacht und zum Teil auch angegriffen oder belästigt. Aber die Polizei, ich weiß es auch nicht. Sie waren zu langsam, sie wollten es mir nicht glauben. Es fehlten Beweise, ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Also ich bin jetzt erstmal schockiert, dass das irgendwie so im Sande zu verlaufen scheint. Du hast das Richtige gemacht, du hast sofort die Polizei alarmiert, du bist ärztlich untersucht worden. Das heißt also, die ersten Grundreaktionen waren schon mal genau richtig. Und jetzt sind fast 5 Monate ins Land gestrichen und nichts ist passiert. Ja, also ich weiß es auch nicht. Bei mir meldet sich die Polizei nicht mehr und mir ist es einfach zu doof, weil ich meine, ich muss doch nicht beweisen, dass ich es nicht wollte. Ich finde, da müsste man mich dann noch irgendwie unterstützen und mich nicht gleich immer anmachen. Und gut, die Frage ist nicht, ob dir das zu doof ist, sondern die Frage ist, dass du auf jeden Fall dein Recht bekommst. Da würde ich auf jeden Fall mir schon mal einen Rechtsanwalt an die Seite holen, dass der dir da einfach mal einen Beistand gibt, wie man das jetzt macht und wie man sich da am besten verhält. So, das ist erstmal der eine Punkt. Der zweite Punkt ist ja noch ebenso gravierend. Du bist jetzt durch diese Vergewaltigung und du sagst ganz klar, für dich war das eine Vergewaltigung. Definitiv. Ja. Du bist zum Geschlechtsverkehr gezwungen worden von diesem Mann. Ja. So. Dadurch bist du jetzt schwanger geworden. Ja, leider. Als du das gemerkt hast, gab es da nicht die Überlegung, eventuell eine Abtreibung vorzunehmen? Die Überlegung gab es schon, aber ich bin eigentlich definitiv dagegen. Und von daher würde sowas für mich nicht in Frage kommen. Was ich mir überlegt habe, wäre Adoption, aber da bin ich auch nicht ganz so für. Und ich meine, das ist nun mal so. Und was ist das denn für ein Gefühl für dich jetzt, ein Kind in dir zu tragen, das wächst jetzt heran, das durch einen solchen Gewaltakt entstanden ist? Ja, es ist irgendwie, zum einen ist es Hass, aber irgendwie andererseits auch, ja, Freude nicht. Aber ich meine, das Kind kann ja nichts dafür. Und da muss ich dann halt immer dran denken, irgendwie, weil ich meine, es ist nun mal unschuldig. Von daher muss ich das Kind so nehmen, wie es ist, auch wenn es halt durch sowas entstanden ist. Wie stellst du dir denn jetzt die Zukunft vor? Willst du das Kind auf jeden Fall austragen? Ja. Willst du das Kind dann behalten oder gibt es, du hast gerade die Andeutung, es eventuell doch zur Adoption freizugeben? Gibt es da schon konkretere Überlegungen? Nicht wirklich. Also ich würde schon gerne das Kind behalten wollen, ist aber für mich auch sehr schwierig, da ich jetzt im Sommer erst mal eine Ausbildung anfange, die dann auch wieder abbrechen müsste und auch finanziell nicht in der Lage dazu bin, ein Kind großzuziehen. So, du hast mir anfangs gesagt, ich kann mich nicht dazu durchringen, das meinen Eltern zu sagen. Spätestens in 2 Monaten werden sie es sehen. Was los ist? Ich hoffe noch nicht so schnell. Naja gut, aber das ist immer so eine müßige Sache bei Schwangeren, die sagen, ich kann mich nicht durchringen, das zu sagen. Das sagt sich von ganz alleine dann nach einer gewissen Zeit. Und diese Zeit geht sehr schnell dahin. Wie ist denn dein Verhältnis zu deinen Eltern? Sehr schlecht. Also, sehr schlecht. Wir unterstützen mich zwar auch finanziell, aber es ist halt mehr als 2-3 Tage, können wir auch nicht aufeinander hocken. Und ich besuche sie auch sehr selten und bei mir waren sie bis jetzt erst einmal, seitdem ich eigene Wohnung habe. Ja. Das heißt, die sind erstmal per se sauer, dass du jetzt schwanger wirst, weil sie dich unterstützen und sie wahrscheinlich sagen, alles darf jetzt passieren, aber nicht nur eine Schwangerschaft. Wie willst du dein Leben organisieren? Ja. Werden sie wahrscheinlich sagen, und wenn sie dann auch noch den Hintergrund erfahren, werden die wahrscheinlich völlig verständnislos da sitzen und sagen, was ist passiert, warum hast du dich nicht vorher gemeldet oder so? Kann das sein? Ja, das kann definitiv sein. Deswegen will ich denen ja auch nicht sagen. Manchmal muss ich es ja, klar. Nee, du musst denen ja nicht sagen, dass das Kind ein Kind, das ein Produkt einer Vergewaltigung ist. Ja, dann würden sie aber fragen, woher es kommt. Und da meine Eltern oder mein Vater sowieso nicht so gut auf dunkelhäutige Menschen zu sprechen ist. Das ist aber jetzt ein Geflecht von komplizierten Sachen, in die du ja hineingeraten bist. Mit wem hast du dich denn schon besprochen im Moment oder in den letzten Wochen?
Ja, bis auf mit meinem Freund. Ach, du hast ja noch einen Freund. Ich habe seit 2 Monaten eine relativ glückliche Beziehung, ja. Und der weiß aber Bescheid? Der weiß Bescheid und der wird mich auch in jeglicher Hinsicht unterstützen und freut sich auch zum Teil auf das Kind. Mhm. Und der weiß auch genau die Umstände, wie das Kind entstanden ist? Ja, das weiß er. Das weiß er. Mhm. Also dann, ich finde, dass du jetzt erstmal ganz schnell zu einer Beratungsstelle gehen solltest. Ganz schnell, weil die Probleme sind ja so vielfältig, in die du da reingeraten bist, wo du eine wirklich professionelle, gute und auch ausführliche Beratung brauchst. Und das würde ich an deiner Stelle, ich würde es dir raten, so schnell wie möglich zu machen. Wir können dir gleich noch ein paar Beratungsstellen an die Hand geben. Ja. Was deine Eltern anbelangt, ich meine, du, wie gesagt, du wirst es ihnen über kurz oder lang sagen müssen, dass du ein Kind erwartest, wenn du das Kind, du willst das Kind ja nun haben und es dauert nicht mehr, ein paar Monate ist es da. Also muss es ihnen schon sagen. Wenn das Verhältnis eh schlecht ist, dann, ich weiß nicht, wie schlecht es noch werden kann, aber da führt ja gar kein Weg noch vorbei. Du kannst es ja nicht verschweigen, Punkt. Nee, klar. Stimmt. Ich mache mir nur etwas Sorgen über dich, wie das dann alles so wird. Ob du das wirklich so annehmen wirst können, das Kind, in welcher seelischen Lage du im Moment bist. Deshalb möchte ich, A, dass du jetzt mit meiner Psychologin sprichst. Mhm. B, wird sie dir dann die entsprechenden Beratungsstellen geben. Und wie gesagt, geh bitte ganz schnell zu einer Beratungsstelle und lass dich da gut und professionell von den Leuten beraten. Ja, das mache ich. Ja. So, legst du auf, Dana, und die Simone, meine heutige Psychologin, die heute Nacht hier ist, die ruft dich gleich an. Okay, danke schön. Alles Gute. Tschüss. Danke, tschüss. Dazu kann ich mich nicht durchringen. Das heißt, so heißt unser Thema heute. Wenn ihr im Moment auch in einer Konfliktsituation seid, wo ihr sagt, ich müsste, oder vielleicht schon länger, ich müsste dieses und dieses tun, ich müsste beichten, ich müsste mich entschuldigen, ich müsste mich trennen, ich müsste diese und diese Entscheidung treffen, aber ich kann sie nicht, ich traue mich nicht, aus den verschiedensten Gründen, und ihr gerne mit mir darüber reden möchtet und beraten möchtet, dann meldet euch unter 0800 220 5050 oder meldet mir unter domian@wdr.de. Janine ist hier. Janine. 22, hallo. Guten Morgen. Hallo. Morgen. Hallo Janine. Hallo. Und zwar kann ich mich nicht dazu durchringen, eine Drogentherapie zu machen. Eine Drogentherapie? Genau. Ich bin seit 8 Jahren drogenabhängig. Was nimmst du für Drogen? Alles. Alles, was ich kriegen kann. Also von harmlosen Sachen bis hin zu Heroin, Kokain? Na, Heroin nicht mehr. Das hat mit 15 oder so eine Weile, 2, 3, 4 Wochen, das nicht. Aber ansonsten Kokain, alles. Crystal ist gerade meine Hauptsorge. Was ja eine ganz, ganz schlimme Droge ist. Ja. Das weißt du. Genau. Hast du im Moment, während wir jetzt gerade hier reden, auch was genommen? Nee, heute nicht, nee. Mhm. In der Woche kann ich mich immer noch relativ zusammenreißen, so. Aber wenn es nur zum Wochenende zugeht, so morgen, mache ich mir dann schon einen Plan, wo ich Geld herkriege, meistens durch Anschaffen, so, ne. Ach so, das kommt auch noch hinzu, dass du das, die Kohle durch, gehst auf den Strich, ganz normal. Ja, seit ein Jahr, seitdem ich Crystal abhängig bin. Wie viel Geld brauchst du so im Monat für Drogen? Oh, viel, viel, viel. Wo es ganz schlimm war, habe ich jeden Tag konsumiert. 2, 3 Gramm am Tag und 1 Gramm kostet 70 bis 80 Euro. Oh je, und das jeden Tag? Ja. Wie? Aber jetzt so am Wochenende 100, 200 Euro noch. Mhm. Wo konsumierst du die Sachen dann? Gehst du dann irgendwie... Zu Hause? Nee. Zu Hause? Zu Hause. Mhm. Alleine? Alleine. Mhm. Ja, mit ein paar Freunden, die halt auch konsumieren. Ja, was machst du die Woche über so? Schlafen. Schlafen? Mich ausruhen, mein Körper ausruhen, weil ich bin schon vom Körper her ganz schön fertig so, ne? Mhm. Also. Mir tut jeder Knochen weh und alles. Das ist wie, als ob ich 80 Jahre alt wäre, denn. Mhm. Ja. Hast du eine eigene Wohnung? Ja, na klar. Schon seit 8 Jahren, seitdem ich abhängig bin ich auch alleine. Und wer finanziert das? Wie funktioniert das? Na, ich finanziere mich selber halt durch Anschaffen. Ach so, das auch. Das heißt, die Miete und so und das Essen, was du brauchst, bezahlst du auch? Ja, mein Vermieter ist ein Freier von mir. Ach so, aber ja. Da besteht dann auch gleich ein Abhängigkeitsverhältnis, dass du da immer mit dem zusammen bist. Genau, genau. Hm? Kontakt noch zu den Eltern? Nein. Gar nicht mehr? Schlimme Kindheit gehabt und wo ich dann halt das erste Mal Drogen genommen habe, haben sie es halt nicht verstanden und dann bin ich ausgezogen und seitdem habe ich ganz wenig Kontakt. Ah ja. Einmal im Jahr oder so, die
die interessiert das auch nicht, was mit mir ist. Mhm. Und ich nicht, was mit denen ist. Ja. Hast du einen Schulabschluss gemacht? Nein. Nee, gar nichts. Auch gar nichts. Natürlich nichts gelernt und doch, angefangen 2,5 Jahre und ein halbes Jahr hätte ich noch gemusst, aber bin dann rausgeflogen. Oh, und was hast du angefangen? Malerin, Lackiererin. Wie ärgerlich. Zweieinhalb Jahre schon gemacht und dann rausgeflogen. Mhm. Genau. Und ab und zu jobbe ich auch noch so nebenbei, so eine wirre Wohnung für Freunde oder so. Das mache ich dann auch noch. Also handwerklich bist du schon talentiert. Begabt. Ja, genau. Und macht dir auch Spaß, sowas zu machen. Ja, ist mein Traumberuf so. Mhm. Ich wäre gern Künstlerin. Ja. Hast du irgendeinen nahen Menschen? Hast du eine Partnerschaft oder eine Nein, gar nichts. Gar nichts. Ich kann keine Beziehung mehr zu Männern aufbauen. Ja. Klar, oder? Hast du einen guten Freund oder eine gute Freundin? Nee, hier nicht mehr. Ich bin umgezogen vom Heimjahr und ja, bin hier ganz allein so. Also ein sehr einsames Leben? Ja. Mhm. Wohnst du in eher einer ländlichen Gegend? Jetzt so in einer ein bisschen größeren Stadt. Vorher in der ländlichen Gegend, ja, im Dorf halt, ne? Im Osten und jetzt wohne ich im Westen. Ja. Und das ist dann schon ein großer Unterschied, so Freunde zu finden, weil ich ganz anders bin wie die hier so. Mhm. Also 8 Jahre Drogenkarriere und dann erst jetzt 22 Jahre alt sein, so wie du es bist, das ist schon eine harte Sache, finde ich. Mhm. Mhm. Genau. Wie viel Mal hast du denn schon versucht, eine Therapie zu machen? Also noch gar keine Therapie, deswegen, ich kann mich nicht überwinden, eine zu machen. Warum kannst du dich nicht überwinden? Weil ich halt vom Sternzeichen her Stier bin, richtig großer Sturkopf. Und ich habe nie gelernt irgendwie, dass mir irgendwer sagt, was ich machen oder tun soll. Und wenn ich das mache, glaube ich, dass ich da immer mehr auf stur stelle und dass noch alles schlimmer wird wie vorher. Könntest du dir denn selbst sagen, ich mache das jetzt? Das heißt, du kannst dir selbst auch keinen... Ich kann mich nicht überwinden, zu sagen, aufhören. Mhm. Geht nicht, weil das mein Leben geworden ist. Ja, wobei das ja kein Leben ist. Ja, genau. Du hängst halb in der Gosse. Genau. Du gehst anschaffen, die ganze Woche liegst im Bett und lebst für das Wochenende, wo du dann auch wieder alleine bist, um irgendwelche Drogen zu konsumieren. Und du sagst selbst gerade, dein Körper, obwohl du erst 22 Jahre alt bist, dein Körper fühlt sich an, deiner Meinung nach, von einem alten Menschen. Genau, ich brauche schon die Woche, um mich auszukurieren, ne? Mhm. Weil mir tut alles weh und so schon. So, jetzt kann man hier so als Zuhörer denken, naja, die Janine, die ist clever, die kann zumindest ihre Situation ganz klar beschreiben. Kann ich, ja. Die weiß, was los ist. Ja. Die weiß, in welcher heiklen Lage sie sich befindet. Genau. Ne? Dann müsste die verdammt nochmal auch den Hintern hochkriegen. Ja, und das kriege ich halt nicht, zu gar nichts. So. Ich gehe nicht zum Arbeitsamt, nichts. Ja, das ist, glaube ich, auch erst der zweite Schritt. Wie du jetzt drauf bist, brauchst du auch nicht zum Arbeitsamt zu gehen. Das funktioniert sowieso nicht. Nee. Das muss man von der anderen Seite anfassen. Die Hauptsache ist, dass du von den Drogen wegkommst. Nee, aber wie? Ja, Therapie. Ja, natürlich. Indem du was unternimmst. Indem du aber dann schmeiß ich ja mein Leben weg, weil Drogen sind mein Leben noch. Ja, du schmeißt... Janine, weißt du, was du gerade gesagt hast? Dann schmeiße ich mein Leben weg. Du schmeißt jetzt im Moment dein Leben weg. Ja. Das dauert nicht mehr viele Jahre, dann liegst du auf dem Friedhof. Ja, das denke ich auch. Das geht vielleicht noch eine Weile so, aber du baust immer mehr ab. Du wirst immer mehr, wirst du ein Wrack. Das bin ich schon. Das bist du schon, ja. Das kannst du mir glauben. Also ist der Satz, ich schmeiß mein Leben weg, natürlich unsinnig, was du gerade sagst. Hm. Das tust du im Moment. Ja, das stimmt. Wenn da noch ein Funken von Sehnsucht ist, ein Funken von Hoffnung, irgendwann mal was Schönes zu machen. Du sagst, das ist mein Traum. Ich möchte Künstler sein. Ich möchte erstmal ein Handwerk lernen. Ich möchte malen vielleicht. Ja. Oder vielleicht auch mal zu irgendjemandem eine Freundschaft aufbauen. Vielleicht mal einen Menschen näher an sich heranzulassen. Dann musst du etwas unternehmen. Jetzt hängst du da wie ein nasser Mehlsack und lässt alles so gehen. Das stimmt, ja. Aber die Sucht, ne? Ist mir völlig klar, da müssen wir gar nicht drüber reden. Und ich will das auch nicht klein reden, wenn ich erahne, wenn du 8 Jahre dieses Leben führst, wie ungeheuer schwer es ist, da rauszukommen. Das ist wohl wahr, ja. Aber es gibt Menschen, die genau so etwas schon geschafft haben. Oder die vielleicht noch tiefer schon in der Gosse lagen und es trotzdem geschafft haben. Ja. Es liegt an dir, es ist deine Entscheidung. Es ist im Prinzip eine Entscheidung, will ich leben oder will ich mich für den Tod entscheiden? Im Moment hast du dich für den Tod entschieden. Hm.
da sagst du was. Ja. Und kein Mensch von außen kann dich an den Haaren ziehen, dahin, wo du hin solltest. Das musst du alleine machen. Es gibt genügend Möglichkeiten, dass dir Menschen helfen. Aber ja, dazu musst du innerlich den Schalter umlegen und sagen, ja, ich möchte es zumindest. Und ich nehme. Ja, das kann ich ja nicht. Bitte? Das kann ich halt nicht. Ja, aber das musst du. Da musst du dich. Ich habe ja auch den Eindruck, so wie du redest, dass du auch noch niemanden für. Du hast ja noch nie einen Versuch unternommen. Nee, habe ich noch nicht. Dass du auch nicht kämpfst. Du kämpfst nicht. Nee. Ich habe noch nie irgendwie versucht aufzuhören. So, und da kommen wir nicht weiter jetzt. Wenn du nicht sagst, ich will es zumindest versuchen. Na, versuchen würde ich, ne? Aber ich kann mich halt nicht durchringen dazu. Ja, aber es ist ja absurd, was du jetzt sagst. Ja. Weil ich Angst vorhabe, ne? Ja, aber das ist alles egal. Es ist alles egal. Du. Wenn man Angst hat, muss man in die Angst reingehen. So kann man sie besiegen. Man darf nicht vor der Angst weglaufen. Der allererste kleine Schritt wäre für dich, ich meine, du hast ja immerhin hier angerufen, Kompliment. Ja. Kompliment. Ja, ich guck dich auch jeden Abend. Ja, Kompliment, finde ich schon mal nicht schlecht. So, der zweite Schritt wäre vielleicht, wir geben dir erstmal gleich ein paar Sachen an die Hand. Ja, das ist schön. Dass du morgen zu einer Drogenberatungsstelle gehst. Ja. Ist ja alles noch völlig unverbindlich. Einmal habe ich es gemacht, nach meiner ersten Drogenerfahrung halt mit Trompetenblumen, ne? Mhm. Da bin ich den Tod fast von der Schippe gesprungen, möchte ich mal behaupten. Mhm. So, das war schon krass. Und da bist du hingegangen damals? Ja, einmal, ne? Naja, so. Aber dann nicht wieder und dann bin ich hängen geblieben. So, und jetzt musst du nochmal gehen. Und wenn du dann, wenn du kurz vorher vor der Tür stehst und dann wieder nicht reingehst, dann musst du übermorgen hingehen. Und wenn es übermorgen nicht klappt, dann musst du in 3 Tagen hingehen. Nur so geht es. Können die mich einfach in Therapie schicken? Bin ich nicht, auch wenn ich nicht will? Nein. Nein. Wenn die nicht. Nein, du brauchst ja keine Angst haben. Das wusste ich nämlich auch nicht. Nein, du brauchst keine Angst haben. Es sei denn, du sagst, Leute, helft mir, ich kann nicht mehr, dann setzen die alles in Bewegung. Aber es wird niemand Zwang auf dich ausüben. Okay. Deswegen ist ja das Gute, dass man sich selbst dafür entscheiden muss, weil das ist die beste Grundlage, um gesund zu werden, wenn man selbst den Willen hat. Das ist ja bei jeder Krankheit genauso, bei jeder anderen Krankheit auch, und du bist schwer suchtkrank. Ja, das stimmt. Wir geben dir jetzt ein paar Anlaufstellen an die Hand. Okay. Wir rufen dich jetzt zurück und dann musst du es entscheiden. Bedanke ich mich, Herr Domian. Alles, mach weiter so. Alles Gute. Mach's gut, tschüss. Dazu kann ich mich nicht durchringen. Unser Thema heute, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, hier im Radio und im Fernsehen, dann meldet euch 0800 220 50 50. Hier ist Rosi. Rosi ist 55 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, morgen, Domian. Hallo, Rosi. Ja, ich habe wahnsinnige Angst, und zwar soll ich eine Operation gemacht bekommen. Ja. Und habe einen Knoten am Kehlkopf. Das hat sich so rausgestellt, dass ich von Dezember an Lauf- und Halsentzündungen hatte. Daher auch die tiefe Stimme. Ja, das hatte ich aber schon vorher. Hat meine Tochter und meine Mutter hatte das auch. Ich rauche wohl viel. Meine Mutter hat gar nicht geraucht. Ja. Meine Tochter raucht nur ab und zu. Und die haben alle so eine tiefe Stimme. So, im Dezember entdeckt. Und habe seit Dezember laufend Entzündungen gehabt. Bin dann immer zum praktischen Arzt und immer wieder mit Penicillat. Und dann wurde mir das dann doch zu doll und bin dann jetzt mit einer Bekannten, die ist noch mitgegangen, weil ich so wahnsinnige Panik überhaupt verärzt habe, zum Hals-, Nasen-, Ohrenarzt, und der hat mir sofort die Noteinweisung gegeben. Mhm. Und dann wollten die eine OP machen, und dann war ich auch schon drauf und dran, dass ich die gemacht sehen sollte. Da bin ich dann erstmal wieder stiften gegangen, dann anderen Tag sollte ich wieder, und dann war alles schon vorbereitet, ich hatte auch schon die Brennnessel da dran. Und dann fragte der Arzt, wann ich den Infarkt hatte, dann habe ich gesagt 2002. Und er sagte, dann operiere ich sie nicht. Dann haben die Operation wieder verschoben. Mhm. Dann bin ich wieder zurückgebracht. Also es gab mal einen Herzinfarkt. Ja, 2002. Ja. Mhm. Und dann musste ich anschließend noch erst in ein anderes Krankenhaus. Dann haben die denn noch eine Untersuchung gemacht, Herzkatheteruntersuchung. Mhm. Da hatte ich auch wieder so Panik vor, da muss ich erst nochmal wieder hin zu einem Gespräch. Die habe ich denn auch machen lassen, habe die denn auch überstanden, sah aus, hat ein riesen Plakat mit blauen Flecken und so. Hab das mit Panik und Not überstanden. Ja, und dann kam mir drauf an, dass ich das machen lassen sollte, also erst mit Gewebeproben. So, jetzt lass mich mal fragen. Also nach all diesen ganzen Untersuchungen, man könnte dich, aus medizinischen Gründen, könnte man dich operieren.
Man könnte mich jetzt operieren, so, ja, aber erstmal nur die Gewebeproben. Das geht ja auch mit Narkose vonstatten. Erstmal die Gewebe, ja. Erstmal die Gewebeprobe von diesem Knoten zu nehmen. Ja, ja. Der Knoten ist auf den Stimmbändern. Oh nein, am Kehlkopf. Am Kehlkopf. Und da war eine auf der Station, die hat das auch gemacht bekommen, die wurde dann schon eine Woche lang nur durch ein Schläuschen ernährt, muss ich das gesehen haben, habe ich so die Panik gekriegt, dass ich gerne Nerven dazu hatte. So, nun lass uns mal über die Erkrankung nochmal sprechen. Könnte es sein, dass das eine Krebserkrankung ist? Ja, ja. Ist es wahrscheinlich, dass es eine Krebserkrankung ist? Ja, so wie die Ärzte sagen, zu 99% ja. Und warum muss man erst Gewebe entnehmen? Und warum ich weiß es nicht. Die wollen erstmal eine Probe entnehmen und erstmal gucken, genau, was da los ist in Narkose. Mhm. Dann wird das eingeschickt und dann anschließend die richtige Operation. Da ich aber schon ein paar Mal Wachkoma hatte, so wie die das so nennen, dass ich alles mitgekriegt habe bei Narkosen, habe ich so eine wahnsinnige Panik, wenn ich nur das Wort OP höre, gehe ich schon stiften. Was sagen denn deine Ärzte oder ein Arzt, mit dem du es zu tun hast, wenn du nichts unternimmst, was dann passiert? Ich weiß es nicht. Ich meine, da müssen wir gar nicht Arzt sein, was man sich ja alles ausdenken kann. Wenn der Verdacht besteht, dass das ein Tumor ist, den du da im Kehlkopf hast, ist natürlich die Gefahr extrem hoch, dass dieser Tumor streut. Ja. Du bist 55 Jahre alt. Hm. Du möchtest doch sicher noch ein paar Jährchen leben, oder? Ja, eigentlich ja. Eigentlich schon. Und eventuell das, was dann auf dich zukommt, wenn die Krebserkrankung noch sehr viel weiter fortschreitet, dagegen ist das, was du jetzt vielleicht vor dir hättest, eine Kleinigkeit. Vielleicht. Ja, ich war für mich ganz allein. Ich habe nur eine behinderte Tochter, die auch auf mich angewiesen ist, also die im Wohnheim zwar lebt, aber einmal im Monat nach Hause kommt. Mhm. Und ich habe auch so keinen, hatte mich auf ein Pärchen verlassen, die mich auch im Stich gelassen haben. Die mir noch was entwendet hatten in der Zeit, wo sie auf meine Tiere hier aufgepasst haben. Und ich bin vor Fremde angewiesen und habe eine wahnsinnige Panik. Was wird denn, wenn ich jetzt gar nicht mehr kann, oder was? Ja, aber wenn du dich jetzt so verhältst, wie du dich im Moment verhältst, kannst du es an allen 5 Fingern abzählen, dass du kurz oder lang in Abhängigkeit gerätst von anderen Leuten. Ja. Hast du Spaß am Leben? Ich weiß es nicht. Gibt es was Schönes, worüber du dich freust im Leben? Ja, ich freue mich schon morgens, wenn die Sonne scheint. Ja, ist doch schon mal was. Dann hast du Tiere, hast du mir gerade gesagt. Ja. Die hast du wahrscheinlich sehr gerne. Ja. Dann hast du auch deine Tochter wahrscheinlich sehr gerne. Ja. Ja. Das heißt, da ist ja eine ganze Menge, für das es sich lohnt zu leben. Und für das es sich lohnt auch zu kämpfen. Im Moment kämpfst du ja nicht. Du hast im Moment nur Angst. Ist ja auch verständlich. Aber da muss man sich ja immer vor Augen halten, in was für ein Schlamassel man reingerät, wenn man nichts unternimmt. Wenn man sich der Angst... Ich will jetzt nochmal mit dem Befund zu meinem Hausarzt und mit dem nochmal Rücksprache nehmen. Ja. Hast du ein gutes Verhältnis zu dem Hausarzt? Ja. Ja. Dann könnte der dir ja auch nochmal ins Gewissen reden. Ja. Das ist vielleicht, natürlich ist das keine schöne Sache, da im Krankenhaus zu liegen. Und ich vermute mal, dass diese Gewebeentnahme auch nicht so eine große Operation ist. Und wenn du Angst hast vor der Narkose, das musst du denen vorher sagen, dass du schon sowas... Das habe ich denen auch gesagt. Ja, dass du es schon erlebt hast, dass du irre Panik hast. Ja. So, und wenn du einen guten, und in der Regel sind es ja gute Leute, die das machen, die werden darauf schon Rücksicht nehmen und dich entsprechend so flachlegen, dass du nichts mehr merkst, wenn die dich da an dir rumschnibbeln. Vielleicht hast du jetzt die ganz, ganz, ganz große Chance, Rosi, nochmal mit einem blauen Auge davonzukommen. Jeder Monat, jede Monate, die man bei solchen Erkrankungen wartet, kann eventuell ein späteres Todesurteil sein. Ich weiß es. Ja. Mensch, du bist doch eine gestandene Frau. Ich hör das doch in der Art, wie du redest. Es wäre doch ein Ding, wenn du das nicht hinbekämst. Ich habe aber wahnsinnige Angst. Ja, glaube ich auch. Augen zu und durch, Mensch. Haben andere auch geschafft und noch schlimmere Sachen. Schaffst du auch. Hinterher wirst du sagen, Mann, war gar nicht so schlimm. Okay. Ich finde deine Sendung wunderschön. Die gucke ich auch fast immer. Ja, aber versprichst du mir, zu deinem Hausarzt zu gehen nächste Woche? Da gehe ich auf jeden Fall noch hin. So, ich weiß nicht. Am Montag. Gut, morgen ist Freitag, ist schlecht. Geh Montag zu dem Hausarzt. Ja. Und dann bin ich auch ganz guter Dinge, dass der dich auch nochmal ein bisschen aufbaut und unterstützt. Okay. Ich fände es super, wenn du alles einleiten würdest. Das ist die richtige Entscheidung, Rosi, glaub's mir. Ich sag's dir wirklich als ganz entfernter, neutraler Mensch. Mach es, mach es, mach es. Okay. Alles Liebe, alles Gute. Dankeschön. Tschüss, Rosi. Tschüss.
So, ihr Lieben, jetzt geht es weiter mit, ich frage meine Regie, mit wem machen wir weiter? Mit Lea. Lea ist 29 Jahre. Morgen Lea. Hallo. Hallo. Lea, was ist es denn bei dir, dass du sagst, dazu kann ich mich nicht durchringen? Also bei mir ist das so, ich kann mich nicht durchringen. Ich habe zweimal was erlebt, als ich klein war oder eher gesagt ein Kind war. Einmal mit 10, muss es ungefähr sein, und danach mit 13 und 14. Und das ging ein paar Jahre. Ich wurde misshandelt vom Familien. Tut mir leid. Ja. Das ist nämlich das erste Mal, dass ich darüber rede. Ich habe bis jetzt noch nie in meinem Leben darüber geredet. Ich bin 29. Ja. Noch nie gesprochen darüber? Noch nie. Also bis gestern eigentlich noch nicht. Ich habe versucht, dich gestern zu erreichen. Mhm. Und das kam einfach so hoch und ich musste mit jemandem reden. Mhm. Und eigentlich wollte ich das eigentlich mit zum Grab nehmen, aber Also da sind in deiner Kindheit schlimme Sachen passiert, dass du 10 warst und 13 und das sogar über einen langen Zeitraum. Ja. Was heißt misshandelt, auch sexuell missbraucht? Ja. Also zu einer Vergewaltigung kam es nicht. Ja. Aber halt, also beim ersten Mal war ich 10, wir waren in der Türkei, beim Urlaub. Mhm. Und ich habe einen Mittagsschlaf gemacht, das erste Mal, das vergesse ich auch nie. Und jemand hat sich hinter mir gesetzt, das war ein Verwandter von mir, der musste 16, 17 ungefähr gewesen sein. Mhm. Und und ich merkte halt, wie komisch das war. Also ich war 10 und unangenehm war mir das bestimmt. Mhm. Aber das Blöde ist, meine Oma hat das auch gesehen und sie hat die Tür einfach zugemacht und das wurde einfach so, man hat nicht darüber geredet. Was hat denn dieser 16-Jährige mit dir gemacht? Du warst im Mittagsschlafen, sagst du? Ja. Und was hat er gemacht? Also ich bin dann aufgewacht und ich konnte mich dann halt nicht bewegen, weil er mich festhielt, mein Becken festhielt. Mhm. Und ja, also ich habe halt gespürt, wie er mich berührt hat und ich habe auch was anderes gespürt. Mhm. Und und dann stand er auf und ging und ich war 10. Also ich kann jetzt nicht genau sagen, was in mir vorgegangen ist, aber ich weiß jetzt mit den Jahren, wie ich alles verdrängt habe und ich weiß, wie ich damit umgehen soll. Ich habe eine psychologische Ausbildung hinter mir. Also ich weiß, wie ich meine Seele damit verarbeiten kann. Ich weiß das. Mhm. Aber halt, ich vergiss das natürlich nicht. Du hast eine psychologische Ausbildung? Ja. Was bist du vom Beruf? Also ich bin Ärztin eigentlich. Ja. Ich habe die Ausbildung in der Türkei gemacht. Ja. Danach habe ich in der Psychiatrie gearbeitet in Deutschland und habe eine zusätzliche Ausbildung gemacht und auch mit Menschen eigentlich, die sowas erlebt haben. Ich bin völlig platt, dass du mich dann anrufst, weil du bist ja eine Fachfrau quasi. Thema ist ja, dazu kann ich mich nicht durchbringen und ich konnte mich dazu nicht durchbringen, mit irgendjemandem zu reden. Nicht mit meiner besten Freundin, nicht auch mit meinem Mann, nicht mit meiner Familie. Ich habe das versucht einmal, da war ich knapp 18, meine Schwiegerin das zu sagen, weil mein Bruder das Gleiche gemacht hat. Und du kannst dich auch nicht durchringen, im Rahmen deiner Ausbildung, in der psychiatrischen Ausbildung, dann mit einem Kollegen mal darüber zu sprechen? Nein. Also ich hatte natürlich mehrmals die Gelegenheit, aber ich habe das nicht gemacht, ich weiß nicht wieso. Aus Scham? Ich weiß das nicht, das ist irgendetwas blockiert mich. Mhm. Ich weiß nicht was, vielleicht die Wahrheit, dass ich denjenigen, zum Beispiel meinen Bruder, ich liebe meinen Bruder unendlich. Also wenn ich ihn sehe, dann vergesse ich das auch. Also jetzt lass mich mal fragen, mit 10 Jahren, das hast du gerade beschrieben, das war das allererste Mal, das war ein fremder Junge, ein verwandter Junge. Ja, also zu denen eigentlich ich auch hochgeguckt habe. Ja, so, und dann mit 13 fing es wieder an und dann über einen längeren Zeitraum. Ja, über einen längeren Zeitraum. Und das war der Bruder dann? Ja, das war mein Bruder. Wie alt war der damals? Du warst 13 und wie alt war er? Der musste 19 gewesen sein. 19. Ja, zwei Jahre älter als mein Cousin. Er hat dich nicht vergewaltigt? Nee, er hat sexuelle Spiele mit dir betrieben? Ja, also nachhinein jetzt auch so, wenn ich darüber nachdenke und so. Er hat, also das ganz Komische war, wir waren im Schlafzimmer von meinen Eltern. Meine Eltern haben in Wechselschicht gearbeitet. Und deswegen habe ich die eigentlich überhaupt gar nicht gesehen. Und wir gingen beide vom Spiegel und er meinte, hör mal zu, ich bin jetzt jemand anders, ich bin nicht dein Bruder. Und er hat so ganz komische Namen gegeben. Einmal war er,
was weiß ich jetzt, ich will ja auch seine Namen nicht alle ausziehen. Mhm. Aber dann meinte er, ja, und du bist jetzt nicht meine Schwester und jetzt machen wir was anderes, wir tanzen jetzt oder du legst dich jetzt hin und und das vergesse ich nicht. Er hat so klug reagiert. Im Nachhinein denke ich, er wusste, was er getan hat. Mhm. Du musstest sein Geschlechtsteil anfassen. Ja. Also und er hat dich auch angefasst überall. Überall, ja. Überall. Also ich war auch teilweise manchmal nackt ausgezogen und er wollte halt, dass ich das dann auch sofort vergesse und nicht darüber rede. Hat er dir gedroht, wenn du was sagst, dann passiert das und das? Nein, er hat das ganz geschickt gemacht. Er meinte, wenn du nichts sagst, dann gehe ich mit dir nächste Woche zum Jahrmarkt. Ah ja, oder geschickt. Ich gehe mit dir woanders hin. Und als ich dann auch langsam erwachsen wurde, durfte ich mit ihm zu Diskos gehen. Und es passt nicht zu der ausländischen Familie, wenn man jetzt halt in eine Disco geht oder halt spät abends irgendwo hingeht. Und so hat er das sehr gut gemacht. Und wie alt warst du, als er das letzte Mal gemacht hat? 14. Ja. Mhm. 14 muss ich gewesen sein. Mhm. Ja. Also im Nachhinein denke ich auch, also das tut mir natürlich weh. Mhm. Aber ja, natürlich ist es schlimm. Es ist schlimm, wenn der eigene Bruder das gemacht hat. Ja, vor allem, wir haben so einen super Kontakt. Also schlimm finde ich übrigens auch nochmal nachgelegt, dass deine Oma, als du 10 warst und die hat das gesehen, dass dieser andere Junge da nackt auf dir saß, dass die auch nichts gesagt hat. Also er lag hinter mir. Ja. Er lag so quer hinter mir. Ja. Und weil es warm ist, hat man so so eine ganz dünne Decke. Generell eigentlich in warmen Ländern. So eine ganz dünne Decke auf ein und das hatten wir auch. Aber sie muss es ja gewittert haben, was da los ist. Sie hat das auch gesehen. Ich habe ihre Augen gesehen. Vielleicht hat sie sich auch geschämt und einfach nur Tür zu. Natürlich war das die völlig falsche Reaktion, weil sie hätte dich schützen müssen in dem Moment. Also das ist, denke ich mal, bei manchen Menschen ist das ein Schutz. Wenn wenn irgendjemand was sieht, was normalerweise nicht in die Kultur passt, sieht man gerne weg. Ja. Es ist so. Weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Ja, genau. Es darf nicht sein und es ist auch nicht passiert. Die tun so, ob das überhaupt gar nicht geschehen ist. Was glaubst du denn? Ich meine, du bist ja nun reflektiert genug aufgrund deiner auch psychiatrischen Ausbildung. Was glaubst du, was diese Erlebnisse mit dir, mit dieser jungen Mädchenpsyche gemacht haben und welche Auswirkungen das bis heute auf dein Seelenleben hat? Oh, viel. Eigentlich sehr viel. Mhm. Also ich bin eine Person, ich arbeite mit mir total sehr viel. Mhm. Vor allem, wenn ich alleine bin. Zum Beispiel jetzt nachts oder so. Mhm. Ich schlafe meistens sehr, sehr spät ein. Mhm. Und ich arbeite mit mir sehr viel. Ich schreibe sehr viel auf einen ganz leeren Zettel, schreibe ich einfach hin und weg, ohne was nachzudenken. Warum hast du? Ich rede mit mir auch sehr viel. Hast du eine Beziehung? Hast du einen Freund, einen Mann? Ja, natürlich. Ich bin glücklich verheiratet und habe eine 3,5-jährige Tochter und eigentlich total eine glückliche Ehe. Ja. Ich kann eigentlich nicht klagen, nur ich klage mit eins, sondern wieso das mir passiert ist. Vor allem ich so total zu meiner Familie so ein ganz tolles Verhältnis hatte, zu meinem Bruder, er ist recht. Du sagst, wieso ist es mir passiert? Du kannst dafür ja nichts. Ja, ich kann dafür nichts, aber das ist, keine Ahnung, also ich überlege immer wieder, weil erst mein Cousin und dann mein Bruder und ich überlege dann auch meinem Bruder, weil das so ein paar Jahre ging, was er sich dabei gedacht hat. Wenn du heute deinen Bruder siehst, kommen da manchmal die Erinnerungen auf, was er mit dir gemacht hat? Ja, also mein Bruder, also ich denke mal, mein Bruder hat psychische Probleme. Mir ist es aufgefallen, als ich damals, ich habe ihr gesagt, ich habe meine Schwägerin darauf angesprochen. Mhm. Und ich habe das deswegen gemacht, weil er eine Tochter hat. Moment, du hast das nicht gesagt. Du hast die Schwägerin angesprochen auf das, was damals geschehen ist? Ja. Aber du hast zu mir gesagt, du hättest noch nie mit jemandem drüber gesprochen. Nein, ich habe darüber auch nicht gesprochen, dass ich die Person bin. Ach so. Ich habe mit ihr allgemein darüber geredet. Ach so. Und ich habe das getan im Hinterkopf, weil er eine Tochter hat. Jetzt natürlich nicht gedacht, dass er das auch mit ihr macht. Ich verstehe, deine Sorge, ja, aber die Sorge ist schon berechtigt. Und ich habe das halt ganz geschickt gemacht und so versucht mit ihr, ich habe eine Ausbildung und wir reden darüber manchmal so und was würdest du dann machen? Ist die Warnung angekommen? Nein, die haben dann halt gedacht, was willst du denn damit sagen? Natürlich, man wäre ja auch verwirrt, wenn man das so einfach aus dem Nichts heraus dann so hört. Ja. Aber Lela, lass uns nochmal über dich sprechen. Ja.
wenn du sagst, dass dich das so sehr beschäftigt und du hast das bisher nur in dir getragen, niemand weiß davon. Nein. Du bist Ärztin, du hast eine psychiatrische Zusatzausbildung. Ja. Wieso hast du noch nie die Entscheidung für dich getroffen, dieses professionell von einem Kollegen therapieren zu lassen? Ich weiß das nicht. Es liegt ja nahe, das zu tun. Weil es ist ja, das war, muss ich dir nicht sagen, was da wahrscheinlich ja falsch gemacht worden ist und welchen Schaden das angerichtet hat. Ja. Den du als Frau, als junge Frau und weiterhin mit dir herumtragen wirst. Ja. Hast du auch Wut auf deinen Bruder? Eigentlich nicht. Warum nicht? Ich hätte Wut auf ihn, wenn ich du wäre. Ich weiß es nicht, weil ich denke, er hat selber Probleme. Trotzdem. Also ich denke mal nicht, dass ein Mensch so gut schauspielern kann. Mhm. Er kann, weil ich glaube ihm einiges nicht. Mhm. Weil wenn er mir in die Augen guckt oder durch sein Verhalten, wenn er mit mir sitzt, wie er seine Hände bewegt oder wie er mit mir redet und wie er sitzt, ich kann es beinahe sehen. Mhm. Er will sagen, du weißt, was damals passiert ist und es tut mir leid und bla bla bla, dieses ganze... Und du traust dich nicht, ihm in die Augen zu schauen und sagen, weißt du eigentlich, was du mit mir gemacht hast? Das traue ich mich nicht, nein. Ich weiß nicht, wieso. Mhm. Ich weiß wirklich nicht, wieso. Mhm. Vielleicht, weil ich weiß... Ja, vielleicht willst du auch, ich meine, vielleicht lebt das auch in dir, diese Sehnsucht, dass alles, die Familie, alles heilig und sauber und toll sein muss. Und das würde natürlich eine extreme Irritation in alles hineinbringen. Ja, also ich muss wirklich sagen, ich sage das, damit andere Menschen das auch hören. Man sagt ja, die ausländischen Familien halten zusammen und die möchten eigentlich alles beschützen, was deren lieb ist. Mhm. Das meiste, Domian, was passiert, ist in den ausländischen Familien. Mhm. Ich weiß das. Mhm. Ich glaube es ja. Das ist wirklich so, weil das alles da geheim gehalten wird. Ich glaube es. Es darf nicht sein, es muss nicht sein. Und das, was meinst du, wieso jüngere, ausländische Mädchen? Natürlich trägst du auch noch viel von diesen Gedanken in dir. Und, und dein Verhalten ist auch geprägt davon. Ja. Jetzt gucke ich gerade auf meine Uhr und sehe, dass uns die Zeit etwas wegläuft. Ja, ich fand schade. Das, ja, ich fand das sehr interessant, mit dir zu sprechen. Und würde nochmal einfach an dich appellieren, dir von einem Kollegen professionelle Hilfe zu suchen. Ja. Was kann es schaden? Es kann überhaupt nichts schaden. Wir müssen dich nicht beraten, was du machen sollst, das weißt du selbst. Mach es, unternimm es. Und ich finde es toll, super, dass du mich hier angerufen hast und bedanke mich wirklich für das Vertrauen. Es ehrt mich, dass du das getan hast. Aber das ehrt mich auch, dass ich mit dir geredet habe. Ja. Das finde ich echt toll, weil ich habe das wirklich mit niemandem geteilt und ich habe immer gewartet, weil der Naheliegende wäre ja mein Mann. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass er mich verstehen würde. Er würde aggressiv gegenüber meinem Bruder handeln. Deswegen solltest du auch vielleicht erstmal die Hilfe in der geschützten Zone eines Therapeuten-Arzt-Verhältnisses suchen, finde ich. Ja. Alles Liebe, alles Gute. Ich bedanke mich. Wünsche ich dir von ganzem Herzen, Lela. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt zu unserem Thema, dazu kann ich mich nicht durchringen, dann meldet euch bitte. Lea ist jetzt bei mir. 29, auch 29. Hallo Lea. Hallo Domian. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Was ist es bei dir, Lea? Ich habe ein gewisses Problem und zwar traue ich mich meinem neuen Freund zu offenbaren, weil ich eine Ehe hinter mir habe, die noch nicht geschieden ist, aber trotzdem meinem Freund zusammenlebe. Du weißt, die Gerichte sind sehr langsam heutzutage in Deutschland. Wie lange lebst du denn schon mit deinem Freund zusammen? Nein, ich lebe nicht mit ihm zusammen. Du bist mit ihm zusammen. Wir wohnen in getrennten Wohnungen. Naja, mit meinen Kindern und mein Mann lebt getrennt von mir und das über 2 Jahre jetzt. Und diese neue Beziehung, wie lange läuft die schon? Seit 3 Jahren. Ach, seit 3 Jahren schon. Ja. Seit 3 Jahren. Und die neue Beziehung geht davon aus, dass Nein, du? Die wusste alles. Mein alter Partner hatte eine neue Partnerschaft angestrebt und meinte eben halt, diese Offenheit unserer Beziehung würde unsere alte Partnerschaft beleben. Mhm. Was von mir aus allerdings nicht gut geheißen wurde. Ja. Und jetzt habe ich allerdings meinen neuen Partner auch wieder betrogen. Mit einem anderen Mann? Ja, wenn man das so nennen will. Ja. Wir hatten keinen sexuellen Kontakt, also... Moment, das muss ich erstmal richtig verstehen.
Ich habe es am Anfang gerade so verstanden, als hättest du deinem neuen Partner noch nicht erzählt, dass du nicht geschieden bist. Nein. Wir sind noch nicht geschieden. Ja. Das weiß mein neuer Partner auch. Ja. Dass ich an der Scheidung dran bin, weiß mein neuer Partner auch. Ja. Aber dass ich mit einem anderen Partner jetzt aus lauter Frustration jetzt ein Erlebnis hatte, ja, ich verstehe jetzt. Was anderweitiger Natur ist, das habe ich meinem neuen Partner noch nicht gestanden. Aus lauter Frustration. Das heißt, du bist in der neuen Partnerschaft auch unzufrieden. Ich bin generell unzufrieden mit meiner Situation. Ja. Weil ich arbeite. Ich arbeite für mich und für meine Kinder. Mhm. Mein Partner zahlt einen Unterhalt für meine Kinder, nicht für mich. Okay, aber man könnte ja meinen, da ist es ein Gericht. Und ich bin super, super sauer auf die ganze Gesellschaft. Okay, langsamer jetzt. Man könnte trotzdem ja denken, dass wenn da ein neuer Partner ist, trotz aller Frustration, die vielleicht sonst im Leben da ist, dass der einem schon Kraft gibt und Freude und man verliebt ist. Das ist aber offensichtlich auch nicht so bei dir. Ich kann es nicht erklären. Ich habe einen Abend, an dem ich erfahren habe, dass der Gerichtstermin für meine ganzen Sachen daran gescheitert ist, dass das Gericht meine Unterlagen verbaselt hat. Jetzt lach nicht, das ist wahr. Mhm. Okay. Und ich alles neu einreichen musste. Das kann ich über 8 Monaten war. Kann ich auch verstehen, dass man da völlig den dicken Hals hat. Aber trotzdem, meine Frage war ich hatte einen dicken Hals. Ich bin in die Stadt gegangen, habe einen getrunken. Ich bin nach Köln gegangen, habe einen getrunken. Okay. Und dennoch, hab die dann Frage irgendjemand anderen kennengelernt, mit dem ich mich vergnügt habe. Also einen dritten Mann, ne? Genau. Und dem habe ich nein, nicht ich muss, geschlafen. Nein, ich muss hier nochmal fragen. Warum bist du unzufrieden mit deinem neuen Freund? Warum? Der Sex findet zu wenig häufig statt. Aha, so. Und jetzt hast du jemanden kennengelernt, was du gerade erzählt hast. Mhm. Was genau ist da passiert zwischen euch beiden? Kein direkter sexueller Kontakt, das heißt, wir haben nicht miteinander geschlafen, sondern nur ein Fistfuck. Sondern? Nur? Fistfuck. Er ist mit der Faust mich eingedrungen. Boah, ihr seid aber hart drauf. Lieber Himmel. Das ist ja noch krasser als miteinander schlafen. Naja, sei es drum. Das haben wir nicht gemacht. Nein, weil er wollte kein Kondom überziehen. So, Kondom mache ich es nicht. Das ist jetzt einmal passiert. Ja. Ja. Und du kannst dich jetzt nicht dazu durchringen, deinem neuen Freund das zu sagen. Genau. Ja. Weil ich finde das ziemlich abscheulich, diese Abnormität. Diese sexuelle Praktik, oder was? Genau. Und warum machst du sie dann? Weiß ich nicht. Wie weiß ich nicht? Du bist doch eine erwachsene Frau. Warst du betrunken, als das passiert ist? Andererseits das, andererseits mag ich gewisse harte Praktiken nur dann, wenn ich etwas zu viel getrunken habe, weil ich sie als Kind auch erlebt habe. Kann das sein, dass du auch jetzt ein bisschen viel getrunken hast? Nein, im Moment nicht. Nee, mir scheint das so, von der Stimme klingt das nein, ein bisschen. Nein, ich fühle mich etwas herausgefordert im Moment. Ach so, musst du aber nicht. Ich frage ja nur, um alles zu verstehen. Nee, aber du habe ich nichts getrunken. Du wirkst schon so wie ein Mensch, der sehr unglücklich ist. Und der sehr, sehr. Ich bin im Moment etwas verlangsamt und etwas depressiv, glaube ich, weil ich habe echte Probleme damit, das zu verstehen, was ich getan habe. Wann ist dann diese Geschichte mit diesem. Vor zwei Wochen. Merkt dein neuer Freund das nicht, dass irgendwas mit dir nicht stimmt und dass du da irritiert bist? Nein, merkt er nicht. Merkt er nicht. Und er mag auch nicht reden über meine Probleme. Das heißt, und deshalb bin ich unglücklich. Das heißt, da ist eine ganze Menge. Da ist die alte Geschichte mit der Scheidung. Du bist unzufrieden mit dem neuen Freund. Und jetzt hast du auch noch was gemacht, was du eigentlich ja nie machen wolltest, aber du hast es gemacht. Genau. Also irgendwie läuft alles neben der Schiene im Prinzip. Vor allem hat das Gericht alle Akten verbaselt, die seit Oktober eingereicht sind. Und eigentlich sollte im Mai alles gelaufen sein. Und Hast du
ein Ansprechpartner in deinem Leben, mit dem du mal so in Ausführlichkeit auch sprechen kannst? Ja, ich habe einen guten Freund, aber was hilft das? Ja, gute Freunde helfen manchmal sehr viel, wenn man sprechen kann. Sich die Seele freisprechen ist manchmal eine große Erleichterung. Lea, pass mal auf. Das ist so viel, was du da am Hals hast. Ich würde jetzt mal Folgendes vorschlagen. Wir wollen uns für dich Zeit nehmen. Mhm. Du legst jetzt bitte auf und wir rufen dich nochmal an. Dann kann man das nämlich wirklich im Detail alles besprechen und auch noch Lösungsmöglichkeiten suchen. Einverstanden? Lieb von euch, danke. Und aber ich wollte nochmal sagen, vielen lieben Dank für eure Sendung. Mhm. Dankeschön. Es ist wundervoll, dass ihr sie habt. Es hilft vielen Menschen auf der Erde. Sehr nett, dass du das sagst. Ich bedanke mich herzlich, Lea. Danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Und weiter geht es mit Helma. Helma ist 61 Jahre. Guten Morgen, Helma. Guten Morgen. Guten Morgen. Zu was kannst du dich nicht durchringen? Es geht darum, dass ich weiß, dass uns Mitbürger, das sind ausländische Mitbürger, um unsere Steuern betrügen. Und ich kann mich nicht dazu durchringen. Ich weiß, das war schon eine ganze Weile. Stopp, ich habe es nicht verstanden. Um die Steuern betrügen? Ja, es sind Hartz-IV-Empfänger. Ja. Es geht so um 5-6 Leute, ja, die nebenbei so 1.200 bis 1.500 Euro netto verdienen. Ja. Und ich kann mich aber nicht durchdringen da oder dazu zwingen, die irgendwo anzuzeigen. Ich weiß nicht, was ich dann richtig oder falsch mache. Es geht nicht um, so ganz habe ich es nicht verstanden, es geht nicht um dich. Du bist keine ausländische Mitbürgerin. Nein, ich bin eine Deutsche. Du bist eine Deutsche. Ich bin eine Steuerzahlerin und du bist auch ein Steuerzahler, ja, und deine Mitarbeiter auch. Ja. Und es geht einfach darum, dass diese Leute, die ich jetzt meine, die du kennst, ja, die ich auch kenne, mhm, persönlich, ja, dass die Hartz-IV-Empfänger sind, ja, und so ungefähr 1.200 bis 1.500 Euro netto nebenbei verdienen. Jetzt ist der Fall für mich klarer. Das heißt, wenn du dich jetzt durchringen würdest und das den Behörden bekannt geben, mhm, würdest, dann würde da was in die Gänge kommen. Ja, ich denke schon. Da geht es natürlich auch um Arbeitsplätze, die natürlich da unter der Hand vergeben sind, mhm, wo dieses Geld verdient wird. Und mhm, es geht vielleicht also sogar um eine Existenz einer dieser Firma, die diese Arbeitsplätze vergibt. Mhm. Und wie ist dein Verhältnis zu diesen Leuten, über die du sprichst? Die Hälfte davon kenne ich persönlich sogar sehr gut. Und es gibt eben da auch Leute, wo ich sage, okay. Über wie viele Leute reden wir eigentlich? Sag mal so eine Zahl. Von denen, über wie viel? Ja, von denen du das weißt, die rumtricksen. Ja, ungefähr 6 oder 7. 6 oder 7. Mhm. Ist das Verhältnis ein sehr gut bekanntschaftliches, wenn nicht freundschaftliches Verhältnis? Ja. Das schon. Das, mhm, heißt, du kennst die Leute schon ziemlich lange. Ja. Und daher bist du auch gut informiert, was die da so machen. Ja, genau. Hm. Mhm. Hast du denn persönlich schon mal mit denen darüber gesprochen, dass es Betrügerei ist, was sie da tun? Das habe ich schon angesprochen. Hast du schon angesprochen? Aber es fällt mir unheimlich schwer, darüber zu sprechen. Wie reagieren die denn, wenn du das sagst? Sie wissen es. Sie wissen es und ja, natürlich, sagen, es ist ihnen völlig wurscht. Tja, sie, mhm, sagen einfach, es geht nicht anders. Warum? Ich verzichte nicht auf Hartz IV, da wird mir meine Wohnung bezahlt, da bekomme ich noch 350 Euro im Monat dazu und mhm, das andere habe ich halt zum Leben. Mhm. Was würde passieren, wenn du es weitergeben würdest, wenn du es öffentlich machen würdest? Naja, ich denke schon, dass es eine Überprüfung geben würde, mhm, und dass es natürlich auch die entsprechenden Maßnahmen geben würde, diesen Leuten zumindest das Geld von Hartz IV zu streichen. Ja, das meinte ich jetzt gar nicht. Ich meine, was würde menschlich passieren zwischen dir und diesem Bekannten? Zwischen mir, mhm, und dem Bekannten? Ja, wahrscheinlich wäre die Bekanntschaft dann vorbei. Hättest du Angst auch vor einer Reaktion? Das ja. Das auch? Ja. Mhm. Darum, du hast gerade meinen Namen, mein Alter genannt. Das, mhm, wollte ich eigentlich nicht. Mhm. Habe ich vorhin gesagt, aber okay, ist jetzt passiert. Mhm. Und
Ich denke nur, dass diese Leute, die ich jetzt meine, diese Sendung auch nicht sehen. Ich hoffe es. Denn da könnten Konsequenzen raus. Wir wollen natürlich nicht, dass du in irgendeiner Weise Schaden davon trägst, sodass jetzt der Rat natürlich für mich sehr kompliziert ist. Natürlich bin ich auch immer dafür, dass man Betrügereien auf die Schliche kommt. Ja, und da hänge ich schon monatelang zwischen. Da hänge ich immer zwischen Stühlen, weil ich einfach sage, es sind zum Teil sogar meine Freunde. Ja, und das ist unheimlich schwierig und ich gehe da schon eine ganze Zeit mit schwanger. Machst du da was, machst du was nicht? Es gibt auch noch andere Dinge. Es gibt eigentlich noch ein Ding, das zu diesem Thema heute Abend passt. Und okay, jetzt will ich ganz ehrlich sein. Du wirst es auch schon gemerkt haben. Es geht um Ausländer oder um Mitbürger ausländischer Nationalität. Und es gibt zum Beispiel auch ein, soll ich es jetzt ganz offen sagen, ist jetzt auch egal, zum Beispiel ein türkisches Café, in dem gespielt wird. Da wird um Geld gespielt. Ich kenne dieses Café, ich könnte dir jetzt noch nicht mal genau die Straße sagen, ich weiß aber genau, wo das ist. Und ich weiß, es geht nicht um 3,50 Euro, nicht um 10 Euro, nicht um 100, es geht um Tausende von Euros. Da wird gespielt, ich weiß das, und da wird Familienvätern, die ihr Geld wirklich hier im Monat vielleicht 1.200, 1.300 Euro verdienen netto, die gehen dahin und sie verspielen das Geld an einem Abend. Und da kommen Menschen her, oder da kommen Leute her, die kommen gar nicht hier aus dieser Gegend, und die kommen mit Autos, da sind Hunderttausende von Euros drin. Da kommen Leute, die bewachen diese Autos mit Pistolen. Ja, also jetzt holst du sehr weit aus. Und das ist jetzt ein Fall, wo ich natürlich jetzt überhaupt gar nichts zu sagen kann. Ich möchte erst nochmal grundsätzlich sagen, wir haben schwarze Schafe bei ausländischen Mitbürgern und wir haben schwarze Schafe bei uns Deutschen. Es gibt, ne? Das müssen wir mal sagen. Sonst haben wir gleich so eine einseitige Darstellung. Natürlich gibt es das, aber es gibt es auf beiden Seiten. Ja. So, jetzt nochmal auf diesen einen Fall zurückzukommen. Ich war gerade auch so ein bisschen, zuckte ich zusammen, als du sagst, das sind Freunde von mir. Da steht man natürlich auch in einer Loyalität. Ja. Da ist natürlich der erste Schritt immer, dass man erstmal persönlich versucht zu überzeugen, je nach dem Motto, du kannst das doch nicht machen, das ist Betrug und das geht nicht. Das ist grundsätzlich Betrug und Betrug am Staat. Du hast gerade gesagt, aus Versehen, ich wusste das nicht, ist dein Name und dein Alter genannt worden, was du nicht wolltest. Deswegen möchte ich eigentlich dieses Gespräch hier vom Sender wegnehmen. Meine grundsätzliche Haltung ist natürlich, dass man jede Betrügerei anzeigen muss. Da gibt es gar nichts zu diskutieren. In diesem Fall, was du da jetzt, was dich plagt, ist es ja alles ein bisschen komplizierter. Und ich würde sagen, dass wir da lieber erstmal im Hintergrund sprechen und das nicht in aller Öffentlichkeit austragen, was du tun sollst und wie du dich verhalten sollst. Ich hoffe, dass es noch nicht zu weit ausgetragen ist. Nein, natürlich ist es ja gar nicht weiter gesagt worden. So würde ich sagen, Helma. Das heißt, wir rufen dich jetzt gleich nochmal zurück. Die Sendung ist eh jetzt vorbei und dann sprechen wir weiter, okay? Okay. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war unsere Sendung. Dazu kann ich mich nicht durchringen. In der Technik war Stefan Waltershagen. Morgen sind wir wieder da. In der Nacht von Freitag auf Samstag immer mit einer freien Themennacht. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Kostenfreie Telefonnummer 0800 220 5050 oder ihr könnt mailen unter domian@wdr.de. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Wir sehen uns wieder morgen im WDR Fernsehen. 1 Uhr, wir sehen uns bei 1 Festival und wir hören uns hier bei 1 Live. Gute Nacht, schöne Nacht. Bis dahin. Ciao.